Mal ganz ehrlich. Da müssen wir sogar hinfliegen. Das ist sehr schön. Einmal eben kurz in den Laden gucken. Locust, Panther. Wir uns aber, ja, wir könnten uns einen kompletten Panther leisten, was natürlich schon geil wäre. Eine kleine, schnelle PPC-Schleuder. Aber wir haben eigentlich ausreichend Mac-Gedöns, von daher. Mac Bay. Es wird sowieso gerade ein bisschen rumgeschraubt. Den Blackjack und den Shadow, den können wir zumindest schon mal bis um 16 Tage insgesamt, bis alles fertig ist. Ach du Scheiße. Da können wir auf jeden Fall aber schon mal. C5 LRM. Ja, hatte ich den LRM-Werfer rausgenommen? Ne, den hatte ich drin gelassen, ne? Ein bisschen Jumpjet-Gelüde raus. Wir wollen das Ding ja voll panzern. Das ist ja zumindest erlaubt in diesem Iron Man Run. Oha, jetzt wird es aber tatsächlich. Den linken Arm können wir abpanzern, den brücken wir nicht, aber auch nicht zu doll. Nicht zu doll, nicht zu sehr, nicht zu. Oh, fuck. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir frei machen müssen. Fast eine halbe Tonne. Ah. Viele Kopftreffer dürfen wir auch nicht riskieren. So. So hat er noch seine komplette Bewaffnung. Hitzeeffizienz ist immer noch over the top fast. Und da können wir auch fast einen rausnehmen, ne? Das. Stimmt, dadurch hatte ich das auch erreicht, dass ich hier beim ersten Durchgang das Ding mitschleifen konnte. So, den Arm. Ja, Vollpanzer brauchen wir den ja nicht. Und dann können wir die Beine wieder ein bisschen anheben. Sind da mal voll. Dann können wir auf jeden Fall die rückwärtigen, schade. Teile ein bisschen hochpanzern oder auch nicht. Doch, jetzt hier auf 50 confirm. Da kann er dran rumschrauben. Ein Tag. Ja, Mann. Er sieht auch schon ein bisschen angeranzt aus, nicht? So, hier haben wir doch den Special Skin. Umbra. Leider dicke Arme, ne? Schade, dass man den nicht drehen kann. Aber wir nehmen aber schon den Special Skin, weil der sieht so ein bisschen evil aus. So, den Blackie Jackie. Den müssen wir auch refitten. AC2er. Hatte ich den auf AC2 gelassen? Ich glaube fast ja, ne? Heat Efficiency ist ein bisschen kotig. Boah, ne, die AC2 hatte ich, glaube ich, rausgenommen. Dafür können wir ja. Ach, schade. Wir haben gar keine bessere Bewaffnung, die wir verbauen könnten. Eine AC5 anstelle der beiden AC2er wäre halt schön gewesen. Oder wir tauschen einen Medium Laser durch einen Large Laser aus. Wir könnten tatsächlich dann trotzdem noch eine AC2 mitnehmen. Mit Munition. Ein bisschen Heatsink-Gelöd rein. Oh, fein in die Beine. Jetzt wird er aber schon wieder voll. Fuck. Okay, jetzt wird es wiederum schwierig. Jetzt muss ich nochmal im Hart überlegen. Gehen wir wieder auf den normalen Laser. Ich weiß noch nicht, ob ich die AC2 noch weiter einbaue, die andere. Oder ob ich darauf hoffe, dass ich eine schwerere Wumme finde. Munition haben wir für alle Waffen. Aber ich möchte das Ding schon ordentlich gepanzert sehen. Es wäre zwar schön, so einen Fire Supporter zu haben für die Distanz. Aber das Teil soll auch was aushalten können. Bordwaffen könnt ihr ja noch mitnehmen. Ich habe keine Supportwaffen. Oh mein Gott. Okay, er kann keine Supportwaffen mitnehmen. Shit. Gut gepanzert wäre jetzt zumindest, ne? Machen wir hier den Rücken voll. Heat Efficiency, die ist weit über allem, weit jenseits von Gut und Böse. Schade, dass nur AC2 6 Tonnen wiegt. Ansonsten würde ich sie tatsächlich mitnehmen. Aber die 25 Damage auf die Reichweite ist irgendwie nicht so mega geil. Die Arme, die halten auch gar nichts aus, ne?
Eine. Oh Gott, nee, das wird definitiv zu warm. Das eine Hitzchen kommt wieder raus. Die RC2 kommt wieder rein. Hätten wir immer noch zu viel Tonne Arsch. Eine Tonne müssen wir noch freikriegen. Heat Efficiency ist gerade so in Ordnung. Wir müssen einfach mal sagen, wir kriegen so, vermutlich nicht so viel Damage vom Rücken, in den Rücken. Oder mehr auf die Front. So ließe sich das, glaube ich, machen. Das ist jetzt ganz adäquat gepanzert. 2 Tage, kostet mich 1000 Siebels. Shadowhawk ist bereits fertig. 18 Tage, bis alles fertig ist. Wir holen uns dann jetzt erstmal den Kontrakt ran. Fliegen rüber, es sind 12 Tage. Payment oder Teile? Wir gehen auf Teile. Wir brauchen erstmal Ausrüstung. Wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt mit der Kohle da irgendwie gerade so über den Tisch kommen, über den Berg, über den Monat. Und da wird der kleine Anlucky mit seinen Marauders hier auf jeden Fall ewig schon das Schiff schon schaukeln. Travel. Geht es so ein bisschen Zeit flöten, leider. Dadurch, dass wir darauf warten, dass die Mechs fertig werden. Ich müsste die anderen beiden tatsächlich eigentlich auch noch umbauen, anpassen mit der Panzerung etc. pp. Aber das lassen wir dann erstmal. Also die Spider jetzt nicht, ne? Aber den Dingenskirchen, den müsste ich auf jeden Fall noch anpassen. Shakedown. Bin auf der Brücke mit Sumire, Yang und Darius. Das übliche. Ach, Nachricht von den Banken. Ja, ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Das hat man am Anfang ja. Lone Status Fair. Also da wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir möglichst schnell, wir müssen dringendst vorankommen in der Kampagne, dass wir die Banken auch loswerden. Not yet, Sweetheart. Warte mal, mal eben einen Blick in den Laden werfen. Locust Panther, what? Ach, hier könnte ich eine AC5 kaufen. Ja, nee, will ich nicht. So. Wenn er seine Arbeit fertig hat, dann starten wir direkt den Kontrakt und hoffen, dass wir das Ganze so betten können. Okay. Möglichst viel Beute mitschleifen. So, Mangira ist natürlich in seinem Blackjack, den hat er ja geerbt. Den Shadowhawk hierhin. Jetzt kommt Nardoy und Decker, der man ein bisschen scouten kann. Ne, kommt nach dort. Behemoth kriegt den Shadowhawk. Das Glitch und Anlucky hier natürlich. Wupp, dorthin. Alle in der. Ah, ne, 3 und der letzte Decker sind 4. Decker ist vorher dran. Tum, 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 tick, 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 tum, tum. Schwupp. Okay, sorry, ich musste kurz raustaben, nochmal nachgucken. Mist, eigentlich müsste ich auch nicht raustaben und twittern. Eine Kampfmission. Piratenlanze in Bellerophon. Marek Operation, bla bla. Feindliche Lanze finden und eliminieren. Das sollen wir wohl schaffen. Da bin ich schwerst optimistisch. Hinterbettler Planet ist das. Okay. Jetzt wird's spannend. Ha! Wow. Das war mal gut gezielt. Das war unfassbar. Ich bin fast blind. Alter. Warte mal. Yeah, von wegen Alkohol ist keine Lösung. Zack, kann ich wieder gucken. Ja, ich kann die Mission auch beginnen. Okay, wir haben sie genau da im offenen Gebiet. Bla bla, geh mal rein und gute Jagd. Also mir gefällt tatsächlich die Camo von dem mit dem Weiß und dem Gelb. Das ist eine schöne Kombination. Das haben sie ganz hübsch gemacht. Zerstöre die Piraten Lanze. Feindlicher Zug. Unknown, ich sehe noch nicht mal die Tonne Arsch. Tonnage. Locust. Oh, Alter, der stellt sich einfach mitten in die Lava oder was? Ist ein Versuch wert? Receiving you.
Okay. Hier, nimmst du einfach ein bisschen Evasion. Das ist ja gerade dein größtes Ziel hier erstmal. Onyx, grüß dich und zahle es. Hallo. Für dich von der Tapete, herzlich willkommen. So, da hinten ist ein Auto. Noch ein Auto. Oh mein Gott, wie schwer diese Autos wohl sein werden. Hm. 25 Tonnen? 35? Oh mein Gott. Es ist so aufregend. Das Jumpen und das Max Evasion, was du aufbauen kannst, wäre 3 wahrscheinlich. Oh, nee. 2. Oh. Er ist allerdings schon ein bisschen traurig. Evasion mit. Ja, nee, da kannst du. Springst du hier rüber? Whee! Du sollst ja nicht nur mit den Autokanonen ballern, sondern auch mit den Lasern auf den kleinen Locust, der da einfach so im Offenen steht, ne? Dieser Horst, feuerfrei! Beide Arme zerstört. Der hat komplett dran vorbeigeschielt beim Ballern, aber die Arme, die explodieren erstmal. Gut, dass die so schießen, wie meine Leute am Anfang auch schießen. Das macht das Ganze wesentlich einfacher für mich. Behemoth, jump, jump, nach vorne. Du kannst nur ein Evasion aufbauen. Ja gut, wenn man ein paar Jumpjets rausnimmt, ne, dann ist das womöglich so. Oh, jetzt können wir uns... Ich will den Shadow jetzt mal eben richtig angucken mit der Spezialgeometrie. Er sieht ein bisschen grimmiger aus, ein bisschen mehr, Oh, der hat Krallen. Bulliger sieht er auch aus, ne? Als wäre es eine Lostec-Variante. Fire it up! Okay. Du kannst auch springen, ne? Yeah. Quattro Evasion. Nice. Glitch baut ordentlich hier was auf. Boom. Und da ist sie. Und jetzt regelt sie. Mit PPC macht sie den Instant Turn, aber der Rest darf auch ruhig drauf. Boots. Naja, Glitch, ne? Die regelt halt einfach. Oh, wie geil. Day down. Jetzt haben wir noch Autos zum kaputt treten. Ja, da ich die Panzerung ein bisschen erhöht habe bei den Geräten, kannst du knicken, Digga. Decker. Kein DFA auf den Kollegen. Einfach dahin jetzt springen. Whee! Quattro Evasion und Halbguarded und Flohbock. Grüße ich uns alles. Hallo. Für dich von der Tapete. Schön, dass du da bist. Copy that. So, der Galleon ist open. Galleon, sorry, ich weiß warum. Irgendwo Galleon, wo kommt das denn noch her? Oh, ihr kommt schön daran, dass man auch gemütlich drauf trinken kann. So ganz genüsslich. Piu, 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 piu. Und was hat es dir gebracht? Nada. Behemoth, kannst du? Ja, du könntest. Weißt du was, dann mach auch. Attack. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Na, ah, Grumpy! Grumpy Shadow, boom! Das Ding, das müsste eigentlich irgendwie direkt, weiß ich, 5 Tonnen schwerer sein. Guck mal, was da an Metall dran gebamselt ist, ey. Enemy turn. Okay, ich bin raus, Leute. Dummdi, dummdi, dumm. Hab nichts gemacht, alles cool. Ciao. Zum Glück nur mit einem Small Laser getroffen. Da ist der Schaden nicht so immens. Okay, unlucky. Hier hinten ist das letzte Auto, ne? Sprintest du halt mal vorwärts. Full Throttle. Okay, wenn das jetzt allerdings tatsächlich so bleibt, dass hier nicht so viel zu holen ist, ne, dann wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert, nur auf die Kohle zu gehen. Ein Mac, 3 Autos, das ist eher tendenziell erbärmlich als alles andere. Direkt mit der PVC geregelt. Mehr als Glitch braucht man dabei einfach nicht. So, jetzt muss er näher rankommen, ne? Komm, zeig dich. Show yourself. Okay, Decker. Affirmative.
Ich weiß, für einen Kill wird es nicht reichen, aber du kannst zumindest schon mal drauf schießen. Den einen Evasion-Balken da wegnehmen. Das Auto kann nicht schießen in der Zeit jetzt. SM6 und LRM10. Tatsächlich mit zwei Medium-Netzern. Komplett puff. Geil. Ja. Also YouTube macht, Digga. Decker. Das ist tatsächlich schon alles. Oh mein Gott, wenn ich bedenke, was man zum Schluss da alles zu tun hat, ne? Hier einfach nur ein Lightman Look. Oh mein Gott. Und ein paar Autos. Das ist alles. Keine Reparaturkosten, keine Reparaturzeiten. Wir nehmen natürlich das Locust-Bauteil mit. Ja, ansonsten ist es irgendwie auch echt mau, ne? Confirm. Und zack. Medium Laser, Small Laser. Viele Small Laser. Das ist geil. Und SM6-Werfer. Small Laser, wir haben endlich ein paar Support-Waffen. Das ist hervorragend. Ja, wenn man klein anfängt, da freut man sich wirklich über jeden mickerigen Furzen. Möglichst viele Teile ziehen, ne? Rantan, ja. So, Command Center. Ein paar Kontrakte abchecken. Was haben wir jetzt? Etwas vor Ort. Middle Management. Assassinate. Dann müssen wir auf Teile gehen. Wir können maximal ein Teil kommt sicher auswählen. Das ist mies. Ich muss mal eben hier kurz was einstellen. So, Kündchen, bin gleich wieder da. Hallo, da bin ich wieder. Gestatten, mein Name ist ich. So, Assassination. Negotiate. Also wir können entweder hier auf Fettkohle gehen, im Verhältnis gesehen Fettkohle, oder auf viele Teile. Und darauf hoffen, dass wir irgendwie irgendwas Gutes abgreifen können. Schwierig wird das. Maximal ein Teil safe selber auswählen. Ne? Also das ist echt, das ist fast schon erbärmlich. Bla bla bla, Local Government Leader, bla bla bla, Belerophon, bla bla bla. Egal, dem werden die Beine weggeschossen, ein Teil nehmen wir mit, das andere kriegen wir hoffentlich dann irgendwie random zugeschustert und gut ist. Lemmy, grüße ich und sage hallo für dich von der Tapete. Schön, dass du da bist. So, Begin Mission. Ich hab mich gerade gestoßen, verdammt ey. Und auch auf dich hebe ich mein Glas. Cheerio. So, dann gibt es hier wie üblich einen Scout. Ein Shadowhawk. Sweet. Confirmed. Und wie schaut's so aus? Seid ihr eigentlich selber noch am Battletech zocken? Oder guckt ihr einfach nur bevorzugt hier irgendwelche heißen Streams an? Ja. Habe ich schon gecheckt. Damir, grüß dich! Auch schön, dass du da bist. Und sagst hallo. Für dich von der Tapete. Wie geht's der Gesundheit? Schon wieder verbessert oder ist immer noch so... Supporting Enemy Forces. Glitch lebt noch. Ja, das ist jetzt aber auch die zweite richtige Mission, die ich in diesem Run mache. Also von daher wollte ich nicht zu früh. Klar, aber nicht mehr so viel, bis auch durch. Ja, dann kommt der Punkt, wo man sich so nach Möglichkeit dann selber interessant machen muss, ne? Behemoth könnte den schon direkt von hier aus, ja, indirekt spotten. LM Fire Support. Ihr bleibt mal schön. Ihr Unlucky bleibt stehen. Eddie, grüße ich. Auch für dich ein zartes Hallo von der Tapete. Also mit den sogenannten Iron Man Runs kann man sich natürlich interessanter machen und auch durch Mods. Eine Mod, die ich empfehlen würde, die ich jetzt selber noch nicht teste, weil ich den Iron Man Run erst machen will. Mal schauen, ob ich die Kampagne dann diesmal in unter 55 bis 60 Stunden schaffe. Eine Mod, die das Ganze ein bisschen mehr im FTL-Style aufzieht, sodass man das, wenn man das gut hinbekommt, tatsächlich innerhalb von 8 Stunden ungefähr durchspielen kann halt. Die Tapete ist sowas von sexy heute.
Wenn ich mich so richtig dran anlehne, das so richtig. Ah, das kommt richtig heiß, geil, kühl rüber. Oh nein, das ist ein schlechtes Omen. Glitch hat mit der PPC verfehlt. Ah, wobei, der hat Quattro Evasion. Über 70 Spielstunden. Bist du noch nicht durch? Lass die schön. Ja, lass die wirklich schön sein. Also hätte ich jetzt nicht Bock, da quasi diesen tollen Run hier zu machen. Also das Ganze mit ein paar Sonderregeln durchzuziehen. Dann würde ich wahrscheinlich die. Oh nein! Es ist ja Decker! Fuck it. Dann würde ich noch weiter durch die Gegend latschen und gucken, dass ich meine vier Atlanten zusammenbekomme, zum Beispiel. Anstatt andauernd Kingcrabs zu sammeln. Ja. Am Donnerstag warst du beim EKG und? Also ich weiß gar nicht genau, was da los ist. Also du musst es auch gar nicht hier im Chat oder so öffentlich schreiben. Kannst mir auch irgendwie per Whisper oder sowas rüberschicken. Ne? Wie gesagt, muss ja nicht jeder wissen, was du hast. Ich habe auch keine Ahnung, was du hast. Commander? Ich weiß nur, ja, EKG habe ich auch manchmal. So, du fliegst mal darüber. Du musst nicht zu viel riskieren. Ist nicht schlimm, okay. Wir finden jetzt auch keine Atlanten. Ich habe halt zwei. Den einen, den ich gekriegt habe, indem ich mit der AC-20 ins Auge geschossen habe, und den Atlas II, den man halt bekommt, weil Kamea endlich nicht mehr im Sitz eines Mechs sitzt. Da kommt der Locust dran. Ein Rekrut. Oh, Quattro Evasive und Guarded. Da kommt ein Spider. Das ist wahrscheinlich der Support, die zwei Lightmechs. Schwindegefühl und Kopfhaut juckeln. Mit extremen Kopfschmerzen. Drogen und Beine hochlegen. Einfach, das will man mehr. Das ist wie verschriebener Urlaub, ne? Warte mal. So, Glitch. Du kannst jetzt hier. Dein Versagen wieder gut machen. Irgendwas exposed, das ist top. Decker kann was ab. Kann ich rücken? Ja, genau. Und zwei Autos noch als Support. Mensch. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ach nee. So, Move. Einen ganz normalen Move. Fängt sein, ist für mich Urlaub. schöner Treffer. Auch wenn er mit Guarded und dem ganzen Bums da ordentlich was wegstecken kann. Hat er gut gemacht. Oh, kommt er rum und will sich Decker holen? Wie geil ist das denn? Soll er mal drücken? Komm mal, yeah! Ah, die sind alle gut gepanzert. Jetzt mit LRM5 kannst du nichts erreichen. So, Unlucky, jetzt bist du dran. Dann kommst du nicht viel weiter, ne? Dann kannst du auch jumpen. Woo! Kleinen Schluck auf. Oh mein Gott! Das war so gar nicht geplant! Aber schön! Ah, egal in welcher Größe, ich liebe es, wenn Max so hoch gehen. Ah, das haben sie schon fein gemacht, wirklich. Lob und Anerkennung. Hui, da kannst du mal eben eine Runde fliegen, Decker. Jaha! Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Treffer. So, voll guarded, Quattro Evasion. Decker überlebt das auf jeden Fall. So fein rumscouten. Spider macht's nach. Hey, ich hab auch eine Runde. Woo, piu, piu, piu. War was? So leicht mit dem Bein gezuckt, ne? Ha, ich merk was. Ja, siehst du, sie sagt's auch. War's das schon? Ihr habt kaum einen Kratzer. Yeah. Oh Gott, wenn wir hier jumpen, PPC 45% bei Quattro Evasion. Whee! Boom! Einfach weil ich Jumpjets liebe. Das Bein ist auf. Das reicht mir schon. Enemy Turn. Um die Autos. Brumm, 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 brrr. Irgendwas mit der AC5. Ja, das ist schon in Ordnung. Gib mir mehr davon. I just can't take it no more.
Gimme more, gimme more, gimme more. What are you waiting for? Gimme, gimme. Ah, verdammt. Edgeblocks in meinem Kopf, ich krieg sie nicht raus. Ah! Ah, wobei, nein, eigentlich ist es ein geiler Ohrwurm. Was auch ein Ohrwurm ist, den man nicht so schnell wegkriegt, ist If you like Pina Colada. Rechten Arm zerstört. Die halten echt nichts aus auf dem Level, ne? Und jetzt? Wo geht er jetzt lang? Weiter hinten rum? Oh, Tatsache. Nee, also ich habe noch kein... Die... Nein. Das ist jetzt wirklich komplett am Anfang. Ich habe jetzt gerade so diesen Verrat... Also komplett die ganzen Intro-Missionen habe ich jetzt hinter mir. Das ist wirklich komplett am Anfang. Hier ist noch nichts erreicht. Gar nichts. Das ist jetzt die zweite richtige Söldner-Mission, die ich in diesem Run annehme. Oder durchnehme. Durchspiele! Rechter Torso zerstört. Eigentlich P, genau, Pilot Injured. Enemy Mat, Critical Damage Detected. Detective. Nein! Ach, da sind wir noch weit von entfernt. Und da freue ich mich aber schon drauf. Das wird geil. Ich liebe die Mission. Auch wenn sie echt hart ist. Das, was einem da das erste Mal über den Weg läuft, das ist irgendwie dann für die Verhältnisse echt schon ein harter Klopper. So, spring ihm mal direkt vor die Nase. Pam, pam! Oh, come on, ey. Ach, am Anfang können die alle einfach echt noch nicht so viel, ne? Jetzt haut er ab, der Sack. In die Ecke gedrängt. Schießt du mit einem einzigen Laser und verfehlt. So, unlucky. So, die Laser lässt du mal weg. Ich hab da. Irgendjemand sagt mir gerade, das wird heiß hier. Also schießt nur die mit den Kanonen. Center zerstört. Puff. Dritt, dritt. Also am Anfang sind AC2 ja wirklich noch ein Traum, ne? Die Reichweite einfach, die Hitzeerzeugung. Da kannst du alle mit drauf an, dass er ein richtige, dass er immer ein Fest bleibt. What? Jetzt muss Glitch mit dem Windy aber langsam einen Schritt zurückgehen. Ja, aber wenn du so weitermachst, dann verlierst du bald Struktur, mein Schatz. BBC, 85% Trefferchance. Mach was draus. Yes! Ah! Der Puls in die Bauteile den Berg runter. Glitch hat's einfach richtig geil geregelt. Blüm. Und er, weiter den Berg runter. Oh nee, er kommt wieder zurück. Er hat jetzt festgestellt. Ah nee, warte mal, hier ist irgendwo. Ah. Und wenn du jumpen tust, halt nada, ne? Du kannst auch sprinten. Sprinte mal dahin. Going full speed. Full throttle. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Decker so aussieht. Die Spider ist ja eigentlich noch von Pappe, ne? Ist noch nichts dran gemacht, dass die... Aber ist tatsächlich eigentlich noch gänzlich unbeschädigt. Springen wir trotzdem wieder nach da hinten. Der Mehrkrieger hat sich verlaufen. Na stimmt, hier geht's zur Front. Das ist auch eine geile Idee. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ja, nee, eigentlich wollte ich ja da zur Front. Ich wollte kämpfen. Und jetzt geht er wieder zurück. Oh mein Gott. Er will auf jeden Fall hinter Decker her, ich glaub's ja nicht. Ey, warte, ein Horst. So, Anlucky kann jetzt erstmal eine Runde chillen. Der Rest eigentlich auch komplett, Behemoth. Kannst auch hier rüber rennen. Und Glitch auch gleich. Wir nehmen den freundlichen Empfang, wenn er da um die Ecke schaut. Shadow sieht so brutal aus. Mal im Ernst. Ah, hier ja. Wenn er super weit vorne sollte, Glitch natürlich auch nicht landen. Hier ist eine gute Position. Haha, das höre ich das erste Mal. Time to die. Kenne ich ja wohl, aber time to fly. Das ist neu. Ach, wie geil ist sie denn, ey. Time to fly. You get a headshot and you get a headshot. Ach, diese... Das Charakterdesign, das macht mich einfach unfassbar glücklich. Hoffentlich überlebt Glitch das komplette Spiel. Yes, Commander.
Das würde ich mir so sehr wünschen, einfach weil Glitch so unfassbar geil ist. Und jetzt? Oh, er läuft wieder andersrum. Nein, der verarscht mich doch, oder? Dann nehmen wir jetzt die Abkürzung verdammt nochmal. Wir gehen zu ihm und warten nicht drauf, dass er zu uns kommt. Dieser Elite-Mech-Krieger, ey. Ich glaube, er tagt am Arsch. Elite im Kreis laufen oder was? Ja. Was hast du an der Akademie so ge... oh. Du kannst oben auf das Auto schießen. Ein Nährfaktor weniger. Er hat blöde LRM-Gedöns da. Autokanone. Ey, komm, wenn du You triffst, ne, dann war's das. Einfach nur mit der AC treffen und beim... Jau! Fett. Am Anfang hatten die auch noch gar nichts aus. Dann kannst, drauftreten funktioniert der immer, aber hier... Treffer von der PPC, AC5 oder zwei Lasern. Alter, ist das Ding Geschichte. So, und Glitch. Was du für mich tun kannst, einfach mal hier rüber jumpen. Schon mal zumindest ein bisschen mit Lockerschmissers drauf rumklopfen. Yes. Kannst reservieren. Reserve. Und was macht ihr jetzt? Kommt er näher? Nein, er läuft wieder. Oh Gott. Ernsthaft, so verdient man sich den Rang eines sogenannten Elite-Mech-Kriegers. Ich bin da gerade ein bisschen sprachlos. Der hat noch nicht ein einziges Mal wirklich ernsthaft EW geschossen, sodass ich mir denken konnte, oh je, oh je, das könnte gefährlich werden. Nein, was macht er? Hin und her laufen. Bedrohlich hin und her laufen. Oh mein Gott. So, Glitch, du kannst da auch, kannst du hier schön weiter hinjumpen. Und du kannst hier dahin jumpen. So, Brace, lass ihn einen Schritt rauskommen. Decker, Reserve. Waiting for the right move. Mein Turn. Hunkering down. Kommst du jetzt bitte zurück? Enemy turn, komm. Jetzt sag nicht, er läuft... Oh Gott, er läuft noch weiter weg. Waiting for orders. Wie lange brauchst du, um den zu legen? Fragt mich, ob du ihn isolieren wolltest oder du verpeilt um ihn herumrennst. Das ist frech. Er ist hier der Idiot, nicht ich. Nein, mein Plan war es eigentlich, den Dude kommen zu lassen, damit ich ihm in Ruhe die Beine wegschießen kann. Damit ich zumindest ein Savage safe ausrennen kann und das zweite vielleicht mit Glück bekomme. Good to go. Aber das macht der Hampelmann ja nicht mit. Ich wollte halt ein bisschen taktisch vorgehen, damit ich möglichst früh netten Loot habe. Jetzt baller ich halt einfach drauf. Ja, machst du gar nicht. Decker, du schaffst das schon. Ja. Er ist so richtig hochmotiviert. What's up, Boss? Jetzt kann ich hier richtig was geil machen. Ja, ich bin am Start, Boss. Und dann... Ja, ja, bleib stehen. Ich glaube, er versteckt sich wirklich einfach nur. Na gut, dann gehst du halt einfach mal dahin und schießt auf ihn. So, einfach mal. Boots, Feuer frei. Anlucky kann hier rüber sprinten. Nein, nicht moven, sprinten. Sprint. Lauf, 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 lauf. Boom, boom. Schöne Sounds im Hintergrund. Man hört, wie das System arbeitet. So, nehmen wir ihn halt in die Zange und zerschreddern ihn dann so. Jetzt wird's persönlich. Nein, auch nicht persönlich, jetzt wird's halt einfach, ne? Tödlich. Ja, Brace. Weißt du, was du machen kannst? Und er jetzt, schießt er zurück oder läuft einfach nur wieder? Ihr Sprint war in der Tat kurz im Vergleich zum normalen Laufen, ne?
Er greift an! Herrlich! Ja, wir regeln das jetzt aber. Hier, Unlucky. Ich habe die Laser vergessen. Nichts beidenken. Das muss so. Schade, nicht gereicht. Na gut, dann zerstören wir ihn. Ja, keine Medium-Laser, ich habe sie vergessen. Achso, ja, okay, jetzt hat er es mitgekriegt. Ja, sonst wäre das Bein auf gewesen, wir hätten ihn anders schön bearbeiten können. Na gut, sprengen wir ihn halt einfach in die Luft. Scheiß auf taktisches Vorgehen oder sonst irgendwie was. Weil das immer so eilig hat. Ja, in der Tat. Guck mal, wie weit er springen kann. Jetzt kann er hier hochjumpen. Es ist ja nicht der erste Flüchtigkeitsfehler, der mir so passiert. Leider. So. Jetzt kommt der Angriff aber von der linken Seite. Vielleicht treffen wir das Bein ja auch random. Oder ansonsten halt einfach den linken Seitentorso, würde mir auch schon reichen. Bein ist weg. Sehr zart. Knockdown. Jetzt ist er aber auch gleich dran, oder? Steht er wieder auf. Da habe ich sonst auch immer die richtig guten taktischen Züge. Danke für die Blumen. Und was sagt das Beinchen? Er sieht noch viel zu gut aus. Schade, der Rest ging hart daneben. Die PPC hat, glaube ich, getroffen. Jetzt steht er wieder auf. Schüttelt sich ein bisschen. Ah, Junge, das hat ganz schön wehgetan. Und jetzt flüchtet er. Oh mein Gott, ich laufe weg. Oh mein Gott, ist das ein gruseliger Shadowhawk. Ich gehe lieber. Ach, was fies. Jetzt habe ich doch Reparaturzeiten. Muss ausgerechnet auf Glitch schießen, der Hund. Ja, yeah, muss er wohl abhauen. Mein Schatz. Mein Schatz. Das Bein ist gänzlich unangetastet. Und der trifft es trotzdem mit einem Laser. Das ist geil. Enemy Turn ist schon wieder. Ach, weil er gerade so weit nach hinten geworfen wurde mit seinem Zug, ne? Ach, komm schon, ey. Ja, da ist halt auch gar nichts mehr, was Panzerung hat, mein Schatz. Mein Schatz, mein Schatz. Ach, Glitch ist aber auch einfach wirklich toll. So, Feuer frei. Schieß einfach. Er hat ja gerade mit drei Lasern das Bein getroffen. Baby. Dreh dich um mit deinem bedrohlichen Monster. Das Bein ist tatsächlich auf. Come on. Bam! Arm weg, ist das eine Amputation? Eine harte Amputation, man konnte sogar das Tageslicht dadurch sehen. Was ich ja schade finde, ist, dass man nicht beschädigte Mechs in die Schlacht fällt, in die Schlacht führen kann. Weil mich würde es tatsächlich nicht unbedingt stören, zwischendurch mal mit einem Mech rumzulaufen, dem zum Beispiel halt ein Arm fehlt. Tun, 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 tun. Der Arm halt weg, da saß zum Glück. Ist nur ein Small Laser drin, aber da haben wir jetzt ja genug von auf Lager. Zwei Shadowhawk-Teile. Hoffentlich kriegen wir das andere random. Please! Yes! Ah, geil! Eine AC-5 hätte ich gerne auch noch gehabt, aber hauptsächlich erstmal die beiden Shadowhawk-Teile. Das ist fett. Na komm, jetzt lad mal, beginn schnell. Jetzt bin ich ungeduldig. Ich will ab in die... Nein, nee, ich muss natürlich erst einen neuen Arm dran bauen. Aber ansonsten möchte ich jetzt schnell ab in die nächste Mission. Ja, siehst du, Glitch hatte ich auch noch nicht hier mit Panzerung um Verteidigung gemacht. So, jetzt kommt hier der Kontrakt endlich da, dass wir mal irgendwas vielleicht machen können für irgendeinen hohen, ne? Also ich vermute, dass das war.
Aber okay, jetzt wo wir sowieso einen anderen Glitch Vindicator rumbauen, können wir auch die Panzerung anpassen. Replace. Den Small Laser lassen wir weg. Ein Heatsink nehmen wir raus. Können wir die Panzerung pushen. Der Small Laser ist zwar nice als Zusatzbewaffnung, aber ist auch kein Must-Have. So, jetzt hat es einen starken Rücken. Repair all. Confirm. Yep. On it. Zumindest nochmal eben in den Laden gucken. Locust, Spider, Panther. Okay, es ist ein Mech mehr verfügbar. Und Trakte. Der Benefaktor. Ich bin ja schon da. Hier wird einfach nur gequatscht. Hallo, ich bin hier Tante... ich bin gar nicht Tante Camilla. Ich bin hier die Lady Cantrella. Vom Haus Canopus. Ja, sicher braucht Glitch viel Panzerung. Wenn ich mal auf die Nase kriege, ne, dann muss sie das auch aushalten können. So, dafür gab es 33.000 Siebels. Das wäre eine Reise. So, das wäre jetzt die Argo-Mission. Da mache ich aber natürlich erstmal noch nicht. Ambush-Konvoi, 2 Salvage möglich. Wir nehmen diese Mission. Verhandeln und zack auf 2. 2 zu 8, das reicht mir. Deadeye, grüße dich. Ein zartes Hallo. Für dich von der Tapete. Schön, dass du da bist. Oh, vorher kommt der Financial Report. Ax! Da werden sich die Banken wieder freuen. Ich nicht so. Bin halt auch keine Bank. Was ich davon halte, dass Paradox die Firma gekauft habe. Er hat. Extension. Ja, der soll hier das alles umbauen und das aber auch hier Moral increased by one. Hervorragend. Die Crab Farm? Ne, ich darf ja keine Headshots machen hier bei dem Iron Man Run. Crab Farm wird also erst instant erstmal ein bisschen schwieriger. Es sei denn, ich würde es schaffen. Pilotendamage durch Seitentausche weg, Pilotendamage durch Seitentausche weg. Und Damage durch Umfallen, weil instabil. Pilot und Damage durch Umfallen, weil Bein weg. Und dann hoffen, dass der Pilot dann vielleicht tatsächlich genug Damage gekriegt hat. Ach, so eine Firma ist echt teuer. Wir behalten die Moral, aber auf dem Punkt, wo wir sind, weil das mache ich immer so. Und das Paradox, Paradox Hairbrain Schemes gekauft hat. Das ist schwierig. Also ich fand es geil, dass es so ein unabhängiges Studio war, dass sie so viel gewagt haben. Aber auf der anderen Seite spricht es einfach für deren Erfolg, dass sie alles richtig gemacht haben. Und Paradox Interactive ist halt eigentlich ein geiler Publisher, die bis jetzt immer alles wirklich fett unterstützt haben, auch dass es halt richtig geil vorangeht. Und dass viele Add-ons kommen, dass die Spiele lange Support erhalten und sonst was. Also es ist vermutlich ziemlich gut, würde ich mal meinen. Also für Paradox ist es auf jeden Fall fett, für HBS das also schlecht kann es nicht sein. Die Paradox Interactive, die sind eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was ein guter Publisher sein kann. Und was hältst du davon, Damil? Oder Gott weiß, wer sonst der Bock drauf hat, im Chat gerade was dazu zu schreiben. Warte mal. Da hinten kommt der Konvoi, also, oh Gott. Sprinten, was geht! Also ich hätte schon, na, also Kingcraft brauche ich auch gerne, die Farmen, davon habe ich mehr als genug. Ich könnte fast zwei Lanzen ausstatten. Und wenn ich Max farmen würde bei meiner Hauptkampagne, also bei Mangeras, dann würde ich gucken, dass ich irgendwo Atlanten farmen kann. Paradox-Spiele sind meist schlecht lokalisiert. Ja, eine gute Lokalisierung hatten sie bei Battletech jetzt insgesamt auch nicht vor. Ne? Also die hatten ja vor, zwar das zu lokalisieren, aber nicht die Sprache, sondern nur die Schrift. Und von daher
sehe ich da nicht so den größten Unterschied. Und wie EA werden sie halt definitiv nicht sein, Paradox. Die sind wirklich, eigentlich, das sind die Guten auf dem Markt tatsächlich. Die sind das Gegenstück zu EA. Da musste die deutsche Community nachbessern. Ja. Ähnliches wird die deutsche Community gewiss auch bei Battletech machen, denke ich mal. Aber ganz ehrlich, wenn die deutsche Lokalisierung das einzige Problem ist, dann ist das für mich in Ordnung. Wenn das für Paradox ein finanzieller Erfolg wird, vielleicht könnte man da ja sogar ein bisschen hier. So. Kommt hier gleich irgendwo der Konvoi? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist aber auch scheißegal. Es ist immer schwierig, wenn eine Firma übernommen wird, aber ich glaube, bei Paradox ist HBS in sicheren Händen. Beziehungsweise unser geliebtes Battletech. Da kommt der Convoy. Okay, jump dahin, zerstör so ein Auto. Bist du ein Konvoi-Ding? Bist du ein APC? Ein Striker! Voll frei. Boom! Zum Hoffen, dass die Spiele... Also Battletech hat eine große Zukunft. Das hat man allein an dem Erfolg gesehen, den Battletech jetzt halt einfach hatte. Die Unlucky kommt nicht weit genug. Jumpen kann er auch nicht mehr. Und also bei jetzt, wo Battletech bei Paradox ist, dann gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall, ja, ich sag mal, irgendwie 3 Add-ons folgen oder sowas. Also dass wir auf jeden Fall nicht zu besorgt sein müssen, was das angeht. Oh, unsicherer Grund. Ich glaube, ich riskiere. Ja, warte mal, das indirektes Feuer. Das direktes Feuer, die AC-5 können wir draufballern. Also, ich bleibe dabei, ich bin optimistisch. Jeder Publisher hat natürlich so, ich sag mal, die Punkte, wo man das Ganze kritisch betrachten kann. Oh, fett. Guter Schuss. Aber Paradox Interactive hat auf jeden Fall genug Pluspunkte, sage ich mal, in der Firmengeschichte, dass man da jetzt nicht so besorgt sein muss. Wenn wir an IGP denken, das war ja vorher der Publisher von MechWarrior Online, bis PGI sich freigekauft hat. Russ Bullock mag ein Idiot sein, der viele falsche Entscheidungen trifft. Aber IGP hat MechWarrior Online wirklich einfach nur als Cashcow gesehen. Die Firma ist inzwischen auch pleite gegangen, soweit ich weiß, weil sie es nicht so gut gemacht haben. Von daher, ein guter Konterpart. Wenn die Mods in Steam einbauen. Das wird ein bisschen schwierig, aktuell zumindest, weil es keinen richtigen, es hat keinen offiziellen Mod-Support, das Spiel. Und genug Stoff für Add-ons ohne Ende. Das wäre, gäbe genug Stoff für 1000 Add-ons, mal so grob gesagt. Und da es halt keinen offiziellen Mod-Support gibt, wird bei Steam wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie die Mod-Base dann an den Start gehen oder sowas. Ja, weil vielleicht geht das auch trotzdem, wenn es keinen offiziellen Mod-Support gibt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Allein die Mods, die die Community jetzt schon rausgehauen hat, sind da echt fett. HBS selber, die waren total fasziniert davon, was es jetzt schon alles an Mods gibt für das Spiel. Obwohl es keinen offiziellen Mod-Support hat. Keiner, der im Nahkampf draufklöppeln kann. Weißt du was? Geh da mal hin, du kannst mit der Medium Laser auch mit drauf schießen. Die ganzen Schlachten, die großen Feldzüge, oh ja. Ach, einfach wenn man alles sieht.
Ah, wirklich. Selbst das Drumherum. Selbst wenn man einfach nur das Leben einer einzelnen, etwas bekannteren Söldnereinheit nehmen würde, was man da alles an Stoff drumherum bringen kann, ne? Bitte? Eddie ist zurück. Eddie war weg. Wo war Eddie? Das regt mich auf, dass sie da nicht rufballern kann. Ah, läuft einmal. Da ist noch das. Okay. Na gut, gehst du hier rüber. Einmal bitte auf den Locust ballern. Was war nochmal so schlimm an Liao? Dass die diesen psychologischen Faktor in den Genen sitzen haben. Dieses Irresein. Wobei innerhalb der Kultur bei den Liaos, da ist es ja tatsächlich. Verrückte Familie, genau. Aber innerhalb der Kultur der Liaos ist es ja tatsächlich schon fast wieder ein bisschen cool, so wie die sich da verhalten. Mit den Häusern, der Ehre, die Ehre, die da auch wieder so mitfließt und sonst was. Das Volk, das kapellanische Volk, das ist tatsächlich gar nicht mal so uncool. Aber die Anführer sind, wie gesagt, dezent deppert. Boom! Es hat nicht für den Kill gereicht. Ah, hier ist ein Konvoi. Da sind die Autos natürlich ein bisschen stabiler. Ich bin jetzt inzwischen auch an dem Punkt angekommen, wo man deutlich merkt, dass Sun Tzu Liao auch, what the fuck, Alter? Wenn seine kranke Schwester hat den Vogel abgeschossen, aber er, so langsam sickert es auch hart durch, dass da irgendwo definitiv was falsch gepolt ist. Er hatte zu viel Platz im Kopf und den hat sich da jemand genommen, der nicht dort sein sollte. So, du kannst mal drauf treten. Wegmorschen! Oh, ganz ehrlich, das ist schon ein geiler Anblick, wenn das beider so ein Auto platt tritt. Na, gut gemacht. Enemy-Türen. Dass ich gegen Marik kämpfe, das finde ich ein bisschen abgefahren. Ein Panther! Oh, war das eine geile Perspektive. Wie der Blitz so auf einen zukam. So hatte ich das gerne öfter. Und da haut er ab, der Lukas. Überall am Funken sprühen. Blitze wandern übers Gehäuse, über das Chassis. Er qualmt. Na, okay, den hat der Kabul. Kurita wäre etwas schreck. Kurita? Nee. Kurita sind weit entfernt von schreck. Kurita ist ehrenhaft im Reihe, ja genau. Letztens mit einem Chinesen unterhalten. Einer Chinesin. Der normale Chinese fragt als erstes, wenn er ein Tier sieht, was er nicht kennt, wie heiß es und kann man es essen. Jemand ist tendenziell auch der richtige Ansatz, mal ganz ehrlich. Als würde ich jetzt evakuieren, ich habe hier Battlemax zu zerschmettern. Könnte fast ein Atlas sein, das Ding sieht so fett aus. So, unlucky. If I may please you. Ach, mies. Enemy turn. Und geht sie jetzt auf Decker oder was? Ne, weiter auf Behemoth. Na gut, Decker, du das auch. Oh mein Gott, kann der weit springen. Katapultier dich hier in den Wald. Hast du halb guardet? Krass. Kannst auf den Locust ballern. Wow, mein Gott. Dass er den Mac da noch halten konnte. Dass er den noch halten konnte. Aber man hat richtig und. Irgendwas war das so echt haarscharf. Was es für Getränke im Cockpit gibt. Also in meinem, es ist jetzt gerade ein Monster Juiced Energy der Sorte Ripper, so zitronenmäßig, schmeckt wie so ein geiles Wassereis. So, also diese Billigwassereis, die man für 10, 20 Cent am Kiosk bekommt, aber ich finde die so geil. Gerade gab es ein Bierchen und wenn ich den Energy Drink aufhabe, gibt es ein Bierchen. Ja, nehmen ihm das linke Bein ab.
Hat natürlich nicht gereicht, klar. Mein Geras lebt ungesund. Finde ich jetzt gut. Ja, ich finde das auch zwischendurch immer ganz gut. Muss ja auch mal hier, ne? Weiß ja. Und so genau so ist das dann auch. Jawohl, tschüss, Bein. Mehr geschreddert als geplant. Wie viel AP hat das Bein? Oh, das wird jetzt nicht. Wenn du näher rankommst, Trefferchancen mit PPC. Die Longrange ist halt nicht mehr so breit, aber PPC und Medium Laser, die könnten. Vielleicht, wenn ein, zwei Raketchen treffen würden, das Bein wegrocken. Rock das Bein, rock die Scheiße. Come on, please. Ja, verfehlt. Gerrit. Ungünstig. Mein Turn. Decker, save the day. Die Hellenhaft, er hat auch einfach angesprungen kommt, ne? Hat die mit beiden Lasern in den Schritt geschossen? Oh, wir machen keinen Overkill. Ja. Jetzt steht er wieder auf. Ne, doch nicht. Bein hat noch 13 HP. Boom, hervorragend. Wir können uns zwei Pantherteile mitnehmen, da bin ich glücklich. Ausgerechnet Decker? Ja, ausgerechnet Decker. Decker regelt. Oh, Beute abchecken. Sehr schön, keine Reparaturkosten. Es ist immer geil, wenn sich das vermeiden lässt. So, die beiden Pantherteile, perfekt. Mehr will ich gar nicht. Ja gut, theoretisch will ich natürlich schon mehr, aber mehr kriegen wir gerade nicht. No Kistall, zwei Medium Laser, zwei Small Laser und LM Ammo. Gut. Ich will auf jeden Fall einen vierten Medium Mag irgendwie noch zusammenkriegen oder zumindest einen Panther, damit Decker in was Handfesterem sitzen kann. Einfach, weil es ja halt echt fucking schwer wird, was uns da erwartet. So, mal eben hier in die Baracken auf zu, die Mechkrieger. Na, wie geht euch das so? Behemoth, du machst natürlich hier, was war das hier das? Ja, Tactics war das, ne? Behemoth hat tatsächlich Guards am höchsten. Aber du kriegst das hier hochge... Tactics hochgeballert, weil du mein LM Fire Support wirst. Decker. Decker als Scout. Glitch. Decker bekommt Piloting. Glitch bekommt Guts. Und Medusa bekommt natürlich Gunnery. Ach, Medusa. Echt, Medusa ist auch am Start? Ganz vergessen. Nicht Medusa, sondern Unlucky bekommt Gunnery. Das müssen wir auch möglichst schnell durchziehen, damit wir hier bei allen dann auch noch Gerz hinterher schieben können, dass sie ein bisschen mehr was aushalten. Eine Lucas-Lanze. Die Mission ist nicht so hart. Ja, ja, finde ich eigentlich schon. So, Kontrakte. 2 zu 10, 2 zu 10, 2 zu 10. Und die Beute ist bei allen tendenziell ganz schön cool. Capture Base und Battle. Machen wir natürlich die vor Ort. Erstmal die hier. Bla bla bla. Verhandeln auf zwei Teile. Nice. Start. Und let's go. Ich bin noch am überlegen, ob ich Medusa nachher, Decker nachher durch Medusa austausche. Wobei, Decker muss eigentlich bleiben, um zu sehen, ob er lebt oder stirbt. Hm.
Okay, also es werden wahrscheinlich zwei Lanzen, es werden Türme da sein. Zwei Lanzen. Und die Frage ist, ob das volle Lanzen sein werden. Das ist auch jetzt irgendwie bei der Mission auch am Anfang vor allem immer noch so, dass die Lanzen ja gar nicht unbedingt so komplett sind. Interessant ist, je mehr man es, je weniger in der Mission ist, je leichter das alles ist, nicht? Umso kürzer sind die Ladezeiten. Warte mal. Oh Gott. Ja. Wenn die Kamera einmal ausrastet, ne? Oh, schade, dass man nicht irgendwie noch höher gucken kann. Ich würde so gerne in die Sonne schauen. Wo ist das Depot? Siehst du, da hat mich die Kamera sogar komplett falsch geschickt. Okay. Erstmal schön über den Bächen. Wir können auch durch den Fluss latschen. Das möchte ich gar nicht unbedingt. Über den Berg hier oben irgendwie längs und dann von oben da schöne Positionen zum Türme rausnehmen. Da muss ich gleich noch mal ein bisschen hier mit mehr Kontrolle an Schütthart gehen. Damit Decker nicht komplett nach vorne rusht, während der Rest dann noch so weiter hinterherhängt. Behemoth, Rentus, Wasser. Aber er kommt wahrscheinlich auf Serbien aus. Glitch. Jump, Baby. Juhu. Putz. Bin gespannt, was uns erwartet, ob wir interessante Battlemax finden. Wenn wir einen Shadowhawk finden würden, da wäre ich schon super glücklich mit. Dann könnten wir nämlich direkt zack noch einen Shadowhawk zusammenbauen. Ein Centurion wäre wirklich fett. Ich weiß, ne, someday, aber jetzt wäre das halt auch schon einfach geil. Ich habe hier irgendwas, bla bla bla, ja. Auf den Centurion freue ich mich auch schon. Das wird wieder ein richtig geiler Brawler. So. Unlucky. Bringt es natürlich vor. Und also, dass man die Mission schafft, ist klar. Mit genau dem Setup, welches ich jetzt hier am Start habe, habe ich die Mission ja auch bereits geschafft. Wir gehen also alle hier unten lang. Noch keine Türme? Er darf generell keine Türme oder wie ist das? Enemy Turn? Da, ein Kontakt, eine Patrouille. Fett, 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 fein, fein, fein. Was zum Zerballern und Schreddern? Kommst du näher ran? Please. Alle inspired. Decker, ab in die Reserve. Occupy City Bow, da kommt der nächste angelatscht. Na ihr. So, das ist das, was er verteidigen soll. Er läuft einfach mal mitten durch. Die halbe Base hat er abgerissen, indem er mit seinem fucking Locust einfach da schon mal durchgelatscht ist. Hey, willst du das einnehmen? Kein Ding, ich zerstör's lieber vorher. Zack. Du Double Locust, tist, tist, tist. Oh, ein LRM Locust. Oh, wie aufregend. Oh, ein dritter Mech tatsächlich. Als Defense für die Base. Eine Spider. Aha, mhm. So, jetzt wollen wir mal sehen, was Unlucky drauf hat. Ob er wirklich was reißen kann oder ob er einfach echt seinem Namen gerecht wird. Jawohl! Jetzt verreckt er in diesen scheiß Gebäudewracks in den Ruinen, die er da zurückgelassen hat, der miese Sack, ey. Man sieht ihn gar nicht. Er schämt sich regelrecht, hat sich deshalb so tief in den Boden gelegt. Oh, das war scheiße von mir, ich gehe da mal. Echt, mit bei dem hinteren hast du bessere Trefferchancen? Oh, stimmt, Quattro Evasion und Fully Guarded. Der ist nur halb guarded. Und nur Double Evasion. Yay, ein, zwei Raketen haben getroffen, oder zwei, drei. Ah, 2-3, wir wollen es ja nicht zu schlecht reden, ne?
Dann kannst du auch noch auf den Locust da hinten ballern. Mangiras fand Locust Max. Ja. Damit ich dir den Traum einer Locust-Lanze hier erfüllen kann, nicht? Genau das habe ich vor. Decker. Du bist einfach der super Überflieger, Alter. Kannst in die Bäume springen. Jawohl, nee, du kannst auch eigentlich nach vorne jumpen. Machst Full Evasion, Quadro Evasion, also Quadro Evasion und Fully Guarded. Dann schauen wir mal, was der Feind draus macht. Ob sie dich als Prime nehmen und alles verfehlen. Will der Kerl jetzt auch in den Ruinen verrecken, oder was? Auf wen schießt er? Evasion, minus 1. Ich glaube, er hat nicht getroffen, wa? Hat er nicht. Good to go. Komplett verfehlt. Fuck. No joy. Ja, hast du recht. Oh Gott, jetzt kriegt er fett auf die Nase. Obwohl, es sind nur 2 Medium Laser, die da rauskommen. Und er schießt auf Unlucky. Oh Gott. Die KI manchmal, ne? Wee! Okay, kannst du den komplett zerstören? Das explodiert einfach alles. Ach, ich liebe Feuerwerk, ganz ehrlich. Feuerwerk ist mitunter das Schönste, was es gibt. Von hier kannst du da schon gut Ruf halten. Die Longwitch misst jetzt nicht mehr so sehr, aber geh mal ruhig einen Schritt hier näher, dass er diese beeindruckende Gestalt einmal sieht. Die mir jetzt das Licht auspustet. Das machst du jetzt einfach bitte mal, okay? Ja, die mal halb das Licht auspustet. Auf einem Auge kann er noch sehen. Aber auch nur noch so halb. So, auf einem Auge blöd. So, kannst du hier vorne ran. PPC hat nicht die besten Trefferchancen, aber du bist Glitch, du machst das einfach. Wir verstehen uns, oder? Linken Arm weggeholt, jawoll. Das sah auch schon gut aus. Ah, ich habe einfach echt, ich habe die größte Freude tatsächlich wieder daran, so klein anzufangen. Oh, ein DFA? Nein, er fliegt weg. DFA hätte ich jetzt tatsächlich Schiss vorgehabt. Der DFA macht immer Strukturen auf. DFA verursacht immer Reparaturzeiten. So, du kannst hierhin jumpen. Dann locken wir den Rest schon mal an, während wir die Spider zerschreddern. Komplett auseinandernehmen. Feuer frei, kaboom, pow. Nicht tot? Ach, na gut. Unlucky geht jetzt auch hier rein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja? Ja, Milord. Okay. Dum-dum-dum-dum-da-da-dum-dum. Brrrt-brrrt. Tot. Es kommen keine Reinforcements rein? Nochmal eben die Kameraperspektive auf den Feind weg, der da im Dreck liegt. Okay, fertig. Ja gut. Ich mag's, wenn's schnell geht. Fein. Oh. Ja, cool. Eine Pluswaffen. Ja, da bauen wir wohl mal Locust fertig, wa? Confirm. Und das Spider-Teil haben wir auch gekriegt. Schön. Schön, schön, schön. Wir machen jetzt auch nicht einen auf Pokémon-Trainer. Den einen Locust, den verkaufen wir direkt. Das will ich auch mit einem LRM-Locust. Das Ding, das wandert jetzt mal direkt über den Jordan. Ins weit, weit Wegland. Der Buruki noch mehr. Ja, ja, bla, bla, Locust, yada, 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 MacBay. Geld, Geld, Geld. Verkaufen, ja. Gut, zack, haben wir die Kohle erstmal ordentlich wieder aufgefüllt. So, Kontrakte abchecken. Capture Base, Negotitate. Yes, sir.